Hello Party Peoples and welcome to my channel. Rock me, baby. Ja, heute habe ich mir gedacht, gehen wir mal ganz kurz nochmal in Procreate, Schrägstrich, Epson EcoTank und eigentlich alle anderen Drucker der Welt auch. Der Otto-Normalverbraucher, der so ein DIN A4 großes Blatt braucht, der ist wahrscheinlich schnell, das heißt kein Problem, da kannst du mal eben kurz ausdrucken. Sobald es dann etwas größer wird, wird es etwas komplizierter, sagen wir mal hier in dem Fall haben wir so ein kleines Engelchen oder aber auch in meinem Fall fürs Wochenende habe ich hier so ein Batman. Nur echt halb und halb. Ich habe hier ein Batman Comic Style Motiv, was dann auf den Rücken sollte. Ihr seht das natürlich auch spiegelverkehrt, denn ich habe das einfach nur so ausgedruckt erstmal vor, um zu gucken nach der Größe, wie groß brauche ich es ungefähr, anhand eines T-Shirts irgendwie abgemessen. Ich gucke mal, ob ich das Foto habe, dann wende ich es gleich hier mal auf dieser Seite auch ein. Ja, einfach ein T-Shirt draufgeklebt und geguckt, ob die Größe so passt. Dem Kunden geschickt, hör mal, ist so die Größe für dich in Ordnung. Und sobald ihr dann ein Go bekommt, dann kann man ja loslegen. Ja, in dem Fall war die Größe richtig, weil es soll später noch was noch links, rechts, unten, oben und überall noch dran gesetzt werden. Deshalb, das passt. So, wie mache ich jetzt also so einen großen Stencil? Ich weiß nicht, da gibt es auf jeden Fall auch schon Videos irgendwie im englischsprachigen Raum, hundertprozentig. Ich weiß gar nicht, ob hier im deutschsprachigen Raum das gibt. Deshalb habe ich ja, wo dieses Thema jetzt gerade akut aufgekommen ist, auch bei mir, wenn ich gedacht habe, so, boah, wie waren das nochmal? Weil so ganz große Motive hat man ja auch nicht jeden Tag, zumindest ich nicht. Und ja, deshalb habe ich gedacht, das ist bestimmt auch ein Thema, das euch vielleicht interessieren könnte. Und deshalb ziehen wir uns das jetzt ein wenig rein. So, kann man das so ein bisschen zoomen? So, ich habe das für euch jetzt einfach mal nur rangezoomt. Ja, diese Bildschirmaufnahmen im iPad, da haben wir ja schon mal ein paar Mal Probleme mit gehabt. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das einfach so, dann ist es einfacher. Ja, im Endeffekt ist das auch gar kein Hexenwerk. Ist einfach mega easy eigentlich, wie man das ganze Ding hier jetzt fertig machen kann. Das gute Backpapier. So, wir haben jetzt hier also das Bild schon mal gedreht, ja, dass wir es auch später von mir raufkriegen. Dann wie immer einmal auf Teilen gehen. Ich mache das im PNG-Format. Dann einmal auf die Epson iPrint App und schon seid ihr in eurem EcoDrucker euer Wahl, hoffe ich. In meinem Fall muss ich das noch wechseln, ja, weil ich hier einmal einen normalen Drucker auch dran habe. Wir wollen den M1120. Mal flugs noch auf Fotoqualität eingestellt und fertig ist die Laube. So. Ja, das Blöde an einem EcoTank-Drucker ist natürlich, ihr könnt hier keine Größen angeben. Ja, also bei der Epson-App einfach, da könnt ihr keine Größen angeben, sondern ihr könnt einfach nur mit euren Fingern zoomen, Ende. Anders ist es bei dem Fomemo-Drucker und deren App. Ja, den habe ich schon mal vorgestellt. Ich blende euch mal hier ganz kurz das Video dazu ein. Da könnt ihr aber auch nur, wie bei auch einem Brother-Drucker oder sonst wo, halt wirklich nur Stencils drucken ohne Schattierung. Ja, in dem Fall jetzt hier, was ich jetzt hier habe, mein Stencil hier, der ist auch nur aus Linien besteht, der wäre in dem Fall möglich. Ja, aber ich bin halt faul. Ich mache das alles über Deko. So. Also, einfach nur zoomen das ganze Ding, ja, auf die Größe, wo ich glaube, dass es richtig ist. Ja, in meinem Fall habe ich vorhin schon mal ein bisschen experimentiert, wie gesagt, mit diesem kleinen Zettelchen hier. Ich weiß so grob, wo die Reise hingeht, ja. Ich zoome das jetzt hier auf die Größe, wie ich denke, dass ich es brauche. Und zwar bin ich ausgegangen, jetzt in meinem Fall davon, ich kenne den Rücken meines Kunden, dass der ungefähr anderthalb DIN A4 Blatt von der Breite braucht. Ne? Und deshalb habe ich hier ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr. So, und dann habe ich das hier so grob angeordnet. Seht ihr das? So, das hier, diesen grauen Rand, seht man das noch auf dem iPad auf? Ne? Ich guck mal so. Wenn ich jetzt hier so drücke, seht ihr hier diesen grauen Bereich. Ja, da seht ihr, dass es ungefähr das anderthalbfache jetzt ist. Dann passt das auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt setze ich das hier so an. So, zack. Ja, ein bisschen kleiner war es auf jeden Fall jetzt auf meiner Vorlage. Aber man darf nicht vergessen, die Blätter. Diese sind auch nicht 1 zu 1 DIN A4, deshalb machen wir es mal so. Okay, und dann drücken wir den ganzen Klimpen. Schauen wir uns das mal an. Und er drückt sich einen Wolf, einen Wolf, einen Wolf.
So, das erste Blättchen ist gedruckt. Ja, ganz wichtig ist jetzt natürlich, ihr dürft den sichern gerne und nochmal irgendwie irgendwas zoomen. Ja, also nur einen Finger benutzen, nicht mit zwei berühren das ganze Ding. Und dann könnt ihr nämlich das ganze Teil schieben, wie ihr wollt. Ja, und in dem Fall habe ich natürlich jetzt hier diesen Bereich alles abgedeckt. Ja, das heißt, ich möchte jetzt einmal hier die linke Seite noch drucken und dann noch gleich den oberen Teil, dann machen wir das Ganze auch nochmal. Ja, ich nehme also nur so, zack, ziehe das einmal hier so rüber. Wusch, ungefähr so. Ich weiß ja auch ungefähr, was ich hier noch gedruckt habe. Kann ich hier nochmal sehen. Alles klar, Gesicht ist noch vollständig hier drauf. Also könnte ich auch ein bisschen Tinte sparen. Wie gesagt, weißt du was, ich mache nur so ein Stückchen vom Gesicht und drucke mir den ganzen Klimbim auch nochmal aus. So, und auf Drucken. Warum drucke ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Druck ausgesprochen fröhlich, so fröhlich drucke ich nie. Das ist ja interessant. So, wir können Blatt Nummer 2 unser eigen nennen. Das ist schon mal schön, das legen wir dann schon mal wieder dabei. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon, ihr könnt es kaum erwarten, aber jetzt schieben wir das ganze Ding nach unten. Jawohl. So, wupp, wupp. Bis das ist, was wir brauchen. Plus noch das Stückchen, was wir nicht brauchen, mache ich schon weg. So, einmal rüber. Ja, also muss er gleich noch das B und das A haben und dann haben wir ja alles fertig. Also wieder auf Drucken klicken und dann geht's weiter. Und jetzt holen wir uns noch das letzte, und zwar das vierte Blatt hinzu. Wupp, einmal so und Abfahrt. Oh, Sprachnachricht von Stefan. Ja, die ist auf jeden Fall happy. Machen wir mal eine Insta-Story. Hallo Party Peoples, heute bin ich wieder hier am Filmen für euch, ja, also, denn heute bin ich mit meinem Spannmann nicht im Studio und habe schon alles fertig tätowiert, also habe ich gedacht, da kann ich mir auch mal dran setzen und kredenze euch ein tolles Video zum Thema große Stenzels. Das ist ja ein cooler Typ. Blatt Nummer 4. Also, jetzt können wir das hier getrost beiseite packen. Einmal zurück, pap, ab in Procreate, Klappe zu, Affe tot. Dazu brauchen wir eine Schere und etwas Tape. Das war auch schon. Jetzt habe ich mir da ein bisschen weggesucht, damit ihr ein bisschen seht, was ich hier mache. Ne? Also wir nehmen uns jetzt hier als das erste, was ich mache. Ich nehme die Ränder, die die Epson-App leider vorgibt. Die mache ich erstmal ein bisschen weg. Ja? Also jetzt schneide ich mir als erstes weg hier so. Das ist alles, was ich nicht brauche sowieso. Ja, wo ich genau weiß, da ist später nur noch Haut. So, und dann gehe ich hier lang und schneide mir das hier so schön alles ab, dass wir hier gut mitarbeiten können. So, und auch hier gilt, also wenn ihr den Rand schneidet, ja, mal ganz kurz, wenn ihr den Rand schneidet, schneidet lieber ein bisschen zu viel ab, als viel zu wenig, weil sonst habt ihr dann später von diesem ja, künstlich hergestellten Rand des Epson-Druckers, habt ihr dann, sag ich mal, das hat nicht gut überlappt. Ne? Und das Letzte. Du bist echt das Letzte. So, Schere kann schon mal weg. Zumindest, also nicht allzu weit, aber sie kann schon mal weg. So, dann gucken wir mal hier. Dann machen wir das Puzzle fertig, das Vierteilige. Ne? So, wo sind wir denn alles hier? Batman, da, guck mal, da ist schon mal Batman. Das hier überlappen. So, wir müssen alles, seht ihr das? Wenn ich mal die Kamera, ich mache die Kamera ein Stückchen höher, dann seht ihr das besser. So solltet ihr das ein bisschen besser sehen, was ich hier mache. Ne? So, also, haben wir hier schon mal oben den Schriftzug. Da können wir jetzt gleich hier noch ein bisschen kürzen. Ihr seht hier, ne, hier ist schon das T. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall gleich noch ein bisschen abschneiden. Damit er nicht allzu krass überlappt. So, dann brauchen wir noch den unteren Teil. Und da, ach so, vier Teile und ich bin überfordert. So, ja, so in etwa muss das hinkommen. Genau. Okay. Machen wir erstmal oben alles fest. Fixen wir erstmal alles oben. So, jetzt kann ich ja schon mal gucken nochmal. Ich habe ja gesagt gerade, so, das ist erst ein bisschen länger. Das ist kürzer, okay, dann schneiden wir hier das ein bisschen ab. Wir sind also hier, ihr seht, die kommen bis zum M rüber. Dementsprechend schneide ich hier irgendwo so ein Stück bei der Maske hier ungefähr schneide ich das ab. So, zack. Das brauchen wir dann nicht mehr. So, dann können wir hier gucken. Einmal rumdrehen. So, das ist gut überlappt. Am besten nochmal. Falls ihr das nicht gut seht, hier so ein dunkler Untergrund ist natürlich nicht optimal. Ich schnappe immer eben nochmal ein Blatt, was ich drunter legen kann, dann sieht man das ganze Ding besser. Ne? So. Und ihr nämlich gleichzeitig auch.
Was ist denn da draußen los? So. Wupp. Was wollen wir das nur noch hier? Genau aufeinander haben. So, haben wir jetzt. So, da müsst ihr natürlich ein bisschen genauer hingucken, ne, dass es genau passt. Genau. Die habe ich ja zum Beispiel am Hand von dem Batman-Symbol, was an den Himmel gestrahlt wird, habe ich mich gerade nochmal orientiert und gleichzeitig an der Linie, ob die ganz gut drauf ist. Und dann kann man hier schon mal, mal gucken hier, vorsichtig. Da ist ein bisschen Frummelsarbeit, aber es hilft euch am Ende ungemein. So, zack, einmal gefixt hier. Dann machen wir das Ganze auch nochmal. So, das ist schon mal. Ist das schon mal der erste Teil schon mal safe, Leute? So. Das haben wir. Das war das hier ready. Mal das hier mit ist mit dem Symbol. Upp. Was ist denn das? So, das verbinden wir jetzt gleich noch den oberen und unteren Teil miteinander. Mal gucken hier, so ganz leicht. So haben wir auch. Jetzt kommt das hier noch dabei. So. So, jetzt fixiere ich das auch ein bisschen auf der Rückseite, ja, dass wir auch da, wo es geht, natürlich nur, ne? Da müsst ihr noch ein bisschen gucken. So, hier kann ich nicht drüber, dann mache ich mir den Stencil durch. Aber hier zum Beispiel geht das prima noch, weil hier nichts ist. So, jetzt ist natürlich jetzt, ich habe euch natürlich nicht so viel vollgelabert. Wie ihr seht, habe ich tatsächlich ein kleines Stückchen unterschlagen beim Drucken. Ja, also auch mir passiert das. Gut, was soll das? Aber ich sag mal so, das kriege ich jetzt noch mit dem Hautstift mal gezogen. Wichtig ist natürlich, dass das ganze große Ding hier fertig ist. Und das ist jetzt hier an einem Stück. Ne? Das können wir dann so wunderbar hier auftragen. Und dann gebe ich ihm. Ich schneide das jetzt hier noch an manchen Stellen auch noch ein. Ja? In meinem Fall. So, weil da brauche ich vieles nicht. Ne? Könnte man jetzt auch machen so, solange es das zusammengeklebt ist. Geht dahin, zack. So vielleicht. Und hier auch. So, hier mal einen Einschnitt machen. Ja, dann war's das. So wäre der für mich jetzt gut. Ja, zeichne mir gleich in der Mitte an davon. Ja, mit einem Hautstift einmal hier und dort. Dann der gleiche dann auf, wenn wir die Körpermitte haben und dann kann das gut drauf. Ja, das war's dann mit diesem spektakulären Video. Nein. Nein, ich hoffe einfach, das Video konnte euch irgendwie helfen. Ich weiß auch nicht, ob mein Weg jetzt perfekt ist, so wie ich das gemacht habe. Ich mache es so und es funktioniert. Deshalb habe ich gedacht, ich lasse euch daran teilhaben. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Appell. Bitte Leute, es wäre ja sehr cool, wenn ihr irgendwie meine Videos feiert oder wie auch immer, dass ihr mich da auch weiter unterstützt. Ja, also wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abo da, kommentiert für den Algorithmus, ja, und verfolgt mich auch auf meinen ganzen Social Media Kanälen, die ich einfach mal jetzt irgendwo einblende, wenn ihr Bock habt. Ja, da gibt es auf jeden Fall mit Sicherheit auch mal wieder cool Stuff mal zu sehen oder zu hören oder wie auch immer. Wir machen immer viel Blödsinn und deshalb sind wir auch für jeden Scheiß zu haben. Gut, Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein, bis demnächst. Ciao!